Ich möchte jetzt kurz eine Erfolgspyramide aufzeigen. Sagen wir also, hier oben machst du alles, was du willst. Du hast Geld, du hast Energie, du hast Zeit, du hast Beziehungen. Alles läuft. Alles läuft. Was brauchst du, um das zu bekommen? Du brauchst natürlich erstmal hier unten eine Analyse von dir selbst. Ich glaube, das ist jedem klar. Sobald man dann diese Ziele hat, braucht man einen klaren Anführungszeichen Businessplan. Dann braucht man Kompetenzen, Cashflow, ja, das richtige Umfeld, etc. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich möchte mal ganz kurz durchgehen, warum das scheitert und warum wir heute über das Fundament sprechen werden. Das Fundament, was hier unten ist. Also, die meisten Menschen, die wissen schon gar nicht, was sie wollen. Da könnt ihr mir zustimmen, oder? Weil die können sich selber nicht analysieren, die sind durcheinander, die wissen nicht, was sie wollen, sie haben zu viele Optionen und sie haben keine oder zu kleine Ziele. Das ist schon mal das erste Problem. Sie haben also keine Ziele. Dann fehlt ihnen meistens der Plan. Also der Businessplan. Was soll ich genau machen? Soll ich eine Karriere machen? Soll ich Dropshipping machen? Amazon FBA? Eine Agentur aufbauen? Network Marketing? Ein Restaurant? Eine Werbung? Welches Business? Was soll ich machen? Aber selbst wenn die Leute das wissen, dann überlegen sie sich, oh, wie kann ich besser werden in den Kompetenzen, also im Marketing, im Vertrieb, bei Fachkompetenzen, wie kann ich hier besser werden, wie kann ich mehr Cashflow generieren, wie komme ich in ein besseres Umfeld, wie kann ich all diese Dinge verbessern. Und das Problem ist, die meisten Leute, die versuchen, irgendwo hier anzusetzen, die versuchen im Marketing besser zu werden, besseren Businessplan zu bekommen, in ein besseres Umfeld zu kommen, besser zu planen. Aber warum klappt es oft nicht? Warum klappt bei 90% der Menschen, warum klappt da kein Businessplan? Warum klappt da nicht ein Online-Kurs für Marketing? Warum verdienen die einfach nicht mehr Geld? Warum verkaufen die nicht besser? Warum kommen die nicht in ein besseres Umfeld rein? Das liegt primär daran, dass ihr Dopaminlevel, ihre Hormone und primär ihre Glücksgefühle ausgelaugt sind. Die sind nicht da. Das passt einfach nicht. Und deswegen hat man keine Motivation, man hat keine Disziplin, man hat keine Energie, man kann seine Emotionen nicht kontrollieren. Und da müssen wir doch anfangen. Also warum machen wir das? Wir machen das deswegen, wir sprechen heute über das Thema Dopamin, weil 90% von Businessplänen, Kompetenzen, Cashflow-Aufbau, das wird nicht funktionieren, wenn du nicht brutal hungrig und motiviert bist, wenn du nicht diszipliniert bist, wenn du keine Energie hast, wenn du deine Emotionen nicht kontrollieren kannst.